Dieses Auto, das ist unbeschreiblich. Wieder mal ein unbeschreibliches Auto. 5 Meter Länge. 5. Gebaut von Mega Mobil. Das Ganze in Slowenien in einer Qualität. Wirklich, da können Selbstausbauer wirklich dahinter gucken, die sagen, das ist ordentlich gebaut. Da kann aber ein Endkunde, der sich den nicht selbst ausbauen möchte, ein 5-Meter Auto haben. Und da stehen die Leute drauf, ja, oder? Das stimmt. Also das Fahrzeug kommt sehr, sehr gut an. Es ist ein H1-Dach, also ohne Aufstelldach. Und ja, wir können ja mal reinschauen. Warte mal ganz kurz, ich zeig mal gerade von vorne. Ist auch ein Opel? Nee. Man muss ja mal gucken, was ist vorne. Nee. Du musst selber gucken, oder? Es könnte was alles sein. Citroën? Opel, also Opel, Citroën und Peugeot. So, 5 Meter Länge ist keine Preisfrage. Der ist fast genauso teuer wie der längere, aber da geht es den Leuten nicht drum, oder? Nee. Es geht wirklich um Stadtautos, also wo man in der Stadt benutzen kann. Und ja, also das Fahrzeug ist definitiv für die Stadt gemacht. Du bist aus Österreich? Genau, Händler aus Österreich. Echt? Und du bist auch Österreicher? Nein, ich bin Allgäuer. Allgäuer, das hört man. Woher bist du? Kempten. Kempten. So, ich bin ja oft in Lindau und so weiter. Aber ihr seid ja sehr nah da unten, oder? Ja, zusammen. Ja. Das ist so, ja. 5 Kilometer. Es ist voll, oder, das Auto? Schön ausgestattet? Sehr, sehr voll, ja. Ja, haben oben eine Markise mit drauf. Ich zeig's mal gerade, Megacity 500. 80.000 Euro für 5 Meter, werden Leute sagen. Aber wenn wir gleich sehen, was ihr alles verbaut habt, ja, das ist wirklich ein Auto. Kann man den auch mit den Originalfenstern kriegen? Also mit den, ich sag mal, Fenstern, die dabei sind, so dass er gar nicht so zu sehen ist als Camper? Jein, also wir haben einen 5,40 Meter City, also der hat die Originalfenster drin. Bei dem ist es nicht sicher, dass man da die Originalfenster kriegt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. So, das habe ich geschlossen. Das habe ich noch nie gesehen. 4 verschiedene Outlets nebeneinander. Das weil sieht cool aus. Hat einen Gastank. Genau. So, das heißt, ich brauche überhaupt keine Gasflasche. Nee. Also hier über der Gasanschluss. Das Volumen vom Gastank? 20 Liter. Ja, langt, oder? Ja, vollkommen. Das heißt, du kochst nur noch mit dem Gas, oder wie? Ja. Guck mal, der Larry ist da. Er macht das mal gerade weg. Das ist der 500 City und der ist wirklich sensationell. Wir werden es gleich mal zeigen. Er ist sehr, sehr tief. Das heißt, du kommst damit überall durch. Also genau. Wo der nicht hinkommt, kommt kein anderer hin, oder? Genau, ja gut. Tiefgarage würde ich jetzt nicht machen, weil die meisten Tiefgaragen sind mittlerweile auf 1,90 Meter. Aber ja, also man kommt wirklich überall hin. So, wir gehen mal ganz kurz rein. Er hat alle Gene. Er ist nicht so hoch, deswegen ist das so besonders. Kriegt man da überhaupt diese Fahrzeuge auf 5 Meter? Werden die noch gebaut? Doch. Kriegt man schon ein paar Stück her. Er hat ein Fliegengitter. Zeig mal. Das ist wahrscheinlich unten abgesägt worden, oder wie? Ja, das ist speziell bearbeitet worden von uns, dass das halt dann auch wirklich alles passt. So, komm, wir gehen mal rein. Du bist ein großer Mann, 1,86 Meter, 115 Kilo. Du stehst dazu, oder? Ja. So, es hat wirklich eine Sitzgruppe mit drin. Es hat eine Lademöglichkeit, die können wir gerade mal zeigen. Eine Trenntoilette von Trilino. Ja, eine Trilino-Trenntoilette drin. Das ist die genialste Toilette der Welt. Die hat sogar den großen Pipi-Tank mit drin. Ja. Und Larry, wenn du das mal gerade zumachst und nochmal reinfährst. Hier, unser Showpraktikant Larry ist dabei, der auch hier arbeitet. Und einmal zurückfährst. So, das wäre praktisch die Möglichkeit zu beladen. Kannst du Fahrrad mitnehmen? Ja, auf alle Fälle. So, also man muss halt ein bisschen kleineres Fahrrad, aber wenn man jetzt ein Mountainbike mitnehmen will, dann kann man einfach nur hochklappen und man kann die Fahrräder dann mitnehmen. Mhm. Ihr baut High-End-Qualität, das muss man schon sagen, oder? Wir sind eine reine Manufaktur aus Slowenien, also wirklich, also wir brauchen auch 1,5 bis 2 Wochen für so ein Fahrzeug auszubauen. So, da brauchen ein Selbstausbauer irgendwie 2 Jahre für, wenn sie es machen. Da sieht es nicht so aus. Ja, komm mal kurz rein, dass wir das sehen. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen zusammenreißen. Aber es ist ein City-Auto. Du kannst in der Stadt parken. Ja, du kannst Platz nehmen. Du kannst schlafen. Danke, Larry. Ja, zumachen. Das ist übrigens mit dem Heckträger. Entweder haben die Leute den schon gegen den Kopf bekommen oder sie kriegen den gegen den Kopf. Leider, ja. Gibt nichts dazwischen, oder? Nein. Das ist so. Oben Schauschnecke. Da haben wir halt kleinere Schränke, ist klar, wegen dem H1-Dach. Können wir aber jetzt nicht größer bauen, leider. Ich bin schockverliebt, ehrlich. So, Dusche, wo ist die? Dusche haben wir keine, Dusche haben wir Außendusche. Außendusche. Also Außendusche hätten wir, aber im Fahrzeug natürlich nicht.
Ja, ich habe da viele Sachen auch gesehen mit Hochdach, die keine Dusche haben. Die meisten 5 Meter Autos haben keine Dusche. Okay, okay. Das hier ist vergleichbar praktisch mit, ich sag mal, einem Ford Transit oder Custom oder so irgendwas, was du rum hast. Aber du hast eine richtig tolle Einheit hier mit drin. Du hast einen Kühlschrank hier mit dabei. Nicht nur einen. Nicht nur einen, sondern? Wir haben 2 Kühlschränke. So, da ist ein kleiner hier, der ist von außen erreichbar. Der zweite ist wo? Hinten im Heck. Bitte. Im Heck. So, dann hast du ein Kochfeld von Can. Ja, ein Can-Kochfeld mit dabei. Jede Menge Stauräume, die natürlich kleiner sind. Hier Drittstufe noch, aber... Zum Einsteigen. Genau, ja, mit Stauraum. Damit man Sachen unterbringen kann, wie zum Beispiel jetzt eine Stange Zigaretten oder so. Kannst du reinmachen. Ja, Stauraum hat er nicht so viel. Zielgruppe hier, was denkst du? Ja, ich denke, dass auf alle Fälle die Zielgruppe sein wird, erstens mal Leute, wo vom VW-Bus kommen und wirklich Städtereise machen möchten. Und das Fahrzeug aber auch gerne in der Stadt dann auch benutzen bzw. parken wollen. Der hat ja richtig Zuglast. Das heißt, der Schalter hier, der kann auch 3,5 Tonnen, oder? Nee, 3 Tonnen. 3 Tonnen. Ja. 3 Tonnen kann er ziehen. Genau. Gesamtzuggewicht kann der auch. Also das ist ein richtiges Zugpferd, oder? Ist, also vom Gewicht her kommt er auf das Gesamtzuggewicht. Okay, das heißt, Pferdesport würde gehen, da kannst du ein Boot mitziehen, du kannst einen Wohnwagen mitziehen. Ja, genau. Das hier wäre die zweite Möglichkeit zu schlafen, wenn du einen Wohnwagen dabei hast zum Beispiel. Wäre das eine Anwendung? Man könnte ein Dachzelt drauf machen, das wäre möglich? Das wäre möglich, auf alle Fälle. Also für die Kids und so weiter. Du hast hier oben, ein Max-Fan mit drin. Genau. Das finde ich auch cool. Und da hinten ist noch ein Fach mit drin. Wir gehen mal kurz nach hinten, komm mit. Ja. Dass wir das sehen. 5 Meter Auto. Ja, wenn es noch eine Dusche noch mit drin wäre, aber das geht nicht. Nee, aber wir haben eine Außendusche. Außendusche. Ja. 500 City heißt er. Da ist noch einer. Genau. Das ist der gleiche. Kühlschrank. Ah, nee, eine Kühltruhe. Cool. So, hier steht er, Fernseher mit drin. Habe ich ganz verschwiegen, Alphatronics. Also, es gibt eine Zielgruppe dafür. Also, ich denke mir, Leute haben danach gefragt, oder? Sehr viele sogar. So, der Preis, der ist jetzt volle Hütte. Wo geht's denn los? Was denkst du? 60? Jetzt muss ich gerade selber überlegen. Ich glaube, irgendwo bei 58 geht er los. Ich müsste jetzt echt nochmal schauen. So, Stauraum ist jetzt noch da. Ja, guck ruhig mal nach. Viel Licht. Und du siehst hier sehr schön, ihr habt zum Beispiel Metallverbinder an der Seite da. Das ist wirklich Manufakturqualität, oder? Das stimmt, ja. Also da, wie gesagt, Möbelbau, auch man hört von dem ganzen Möbelbau überhaupt nichts. Also es knarzt oder quietscht gar nichts. So, das ist so praktisch. Und was hat bei uns noch, wegen Kältebrücke haben wir hier die Überlappung. Da hinten, okay, man schläft ja direkt da. Genau. Boah, ist das schön. Also es gefällt mir. Ich liebe ja kleine Autos. Gut, das wäre mir jetzt ein Ticken zu klein, aber 5 Meter, ich meine, du weißt ja, was du kaufst letztendlich. Ja, das stimmt, ja. Du bist ja selber schuld. Ja, wenn man hingehen möchte, müsst ihr unbedingt mal, ich werde es wahrscheinlich jetzt nicht mehr schaffen zur Messe, ihr müsst bei Megamobil vorbeigehen, denn sie haben diesen sensationellen Grundriss, der hier ist. Das ist jetzt ein Hubbett und eine Face-to-Face-Gruppe auf 5,40 Meter. Genau. Und die Leute sind wirklich hier, die machen sich Fotos, die gucken sich das an, sind teilweise sogar Wettbewerber, die hier mal rauf und runter fahren lassen, das merkst du? Also es kommen viele von den anderen Mitbewerbern bei uns vorbei und möchten sich das anschauen. Ja, damit vielleicht nächstes Jahr gibt es das woanders. Schauen wir mal. Megamobil, der Karawansalon 2022 mit einer echten Überraschung in Halle. Wo sind wir hier? 15. Platz E54. E54. Danke fürs Einschalten und danke dir, Nico. Tschüss. Danke, ciao.